Worauf ich noch hinweisen wollte, das hier ist kein Geschichtsunterricht, lernt Geschichte woanders. Denn so wie das hier ist, wird das wahrscheinlich nicht gewesen sein. Ein Spiel spielen. Da bin ich eigentlich nie gut, aber mal probieren kann man es ja. Das hat sich definitiv nicht gelohnt. Da überlege ich mir, ob ich den Mist rausschneide und in irgendwelche Outtakes mache, so Kackspiele. Und wenn ich das Spiel jetzt spiele, dann mache ich mich definitiv zum Affen. Weil das Spiel gibt es ja auch. Und das habe ich auch schon gespielt, aber da bin ich noch schlechter, nehme ich mal an. Ich bleib dann klassisch bei den Computerspielen. So, ab aufs Deck, das Wetter genießen. Ja, dann labern wir noch mit dem. Captain. Mr. Kenway. Ich wollte mich bedanken, dass ich an Bord kommen durfte. Und für die Unannehmlichkeiten entschuldigen, die ich euch bereite. Unannehmlichkeiten wäre noch untertrieben. Verzeiht, ich kann nicht folgen. Mein Schiff wurde 2 Tage im Hafen festgehalten, um auf euch zu warten. Ich habe deshalb mehrere Aufträge verloren. Davon wusste ich nichts. Natürlich nicht. Wir Adligen seid alle gleich. Jo, da stimme ich dem Captain voll und ganz zu. Ich kann die auch nicht so leiden. Und dann wird alles gut. Adligen. Bist du dir sicher? Natürlich. Habe ich dich jemals belogen? Nein. Ich traue bloß den anderen nicht. Vertraue, mein Freund. Du wirst sehen. Seht an! Unser geschätzter Gast beehrt uns mit seiner Anwesenheit. Geht besser wieder zurück in euer Quartier. Das Oberdeck ist kein Ort für Landratten. Das dachte ich auch. Und doch seid ihr hier. Oh, ihr seid ein wahrer Spaß, nicht was? Mal sehen, wie lustig ihr das findet. Das reicht euch. Halt dich da raus! Hör dir das an, Hector. Glaubt, er kann hier so rumstolzieren und sich zum Burgherren erklären. Bitte, Jungs, lass das sein. Wenn der Captain uns sieht... Zur Hölle mit dem Captain. Und zur Hölle mit dir, Mills. Auf wessen Seite stehst du überhaupt? Ja, ich mag Duelle. Ich mag Duelle. Ey. Mach den Hampelmann fertig! Och, der hat gesessen. Der hat gesessen. Ich bin bereit für die nächste Runde. Das wäre unklug. Wieso das? Glaubt ihr denn, ich hätte Angst? Ja. Das war nicht. Gebt ihr auf? Niemals! Oh, dann... Wie gefällt euch das jetzt? Nimmt er das Messer. Bedeuten. Captain. Ich verlange eine Erklärung, Mr. Kenway. Diese Miet, wir haben nur etwas Sport gemacht zum Zeitvertreib, Captain. Und warum vertreibt ihr eure Zeit nicht mit eurer gottverdammten Arbeit? Ich wusste nicht, dass ich euch fürs Herumfallen bezahle. Arr. Auf ein Wort bitte, Mr. Kenway. Oh, fast vergessen. Da ist euer Messer. Ja, prügeln kann er. Ihr seid mir egal, Mr. Kenway. Ich hatte nur Ärger, seit ihr an Bord gekommen seid.
Eure Probleme haben nichts mit mir zu tun. Und womit sonst, bitte? Ihr seid ein Stümper, launisch und grausam. Und offenbar hat eure Mannschaft keinen Respekt vor euch. Ja, sehe ich das auch. Seht, ich will nicht streiten. Eigentlich brauche ich Hilfe. Ja, das ist gut. Ich vermute, ein paar der Männer planen eine Meuterei. Wirklich? Welche Überraschung? Da ich keinem von ihnen trauen kann, muss ich mich wohl an euch wenden. Und warum sollte ich helfen? Wenn sie wirklich einen Betrug planen, bin ich eure einzige Hoffnung, Amerika lebend zu erreichen. Nun, wie sieht es aus? Wenn ihr die Wahrheit sagt, welche Wahl habe ich denn dann? Danke euch. Aber ich stelle klar, wagt ihr noch einmal mich zu bedrohen oder zu beleidigen, zögere ich nicht, euch selbst den Hals durchzuschneiden. Verstehen wir uns? Exzellent. Arr! Mein Wein. Guten Tag. Er hat gerade daneben geschüttet, wenn er es gesehen hat. Steuermann reden. Hallo, Sir. Sieht es nach einer angenehmen Reise aus? Ist eine ruhige Jahreszeit. Stürme und raue See sind natürlich trotzdem denkbar. Aber keine Angst. Schlimmstenfalls wird es etwas unbequem. Ich sorge mich eher um Piraten und Freibeuter. Seid ihr ihnen schon mal begegnet? Ei, aber die Providence ist ein starkes Schiff und die Crew eingespielt. Das wird uns sicher schützen. Werden wir es hoffen. Ich hoffe, ich muss nie mehr solche Scheißspiele spielen. Ich schreibe lieber. Und denke nach. Oder morde. Nee, Quatsch, ich bin ja kein Böser. Ja, vielleicht ein bisschen. Mr. Kenway. Captain. Was immer die Plane. Ich glaube, es wird langsam ernst. Dann gehe ich besser ans Werk. Gesundheitsverlust habe ich eigentlich nicht vor, kann aber durchaus vorkommen. Die Steuerung ist ja auch sehr viel anders. Ich habe gerade kürzlich noch Relevations gespielt. Und da ist die Steuerung, ja. Und auch das User Interface fällt mir gerade auf. Ist einiges anders. Nicht nur, dass die. Dass doch, die will ich mal bis zum selben Ecken. Doch. Ihr da. Ich habe ein paar Fragen. Freut mich. Hab aber keine Zeit zum Schwätzen. Vermutlich habe ich euch eh nichts zu sagen. Ihr sucht Informationen? Geht zum Smoothie oder zum Doktor. Die werden immer von allen zugequatscht. Komischer. Hat immer seinen Hut auf und
Will Smith. Nette Abreibung habt ihr Graves und Quill verpasst. Ich hatte keine Wahl. Ei, Hohlköpfe, und zwar beide. Wo sind meine Manieren? Louis Mills, sehr angenehm. Ethan Kenway. Also, sollte ich auf der Hut sein? Ich glaube, die haben ihre Lektion gelernt. Sonst sind sie nicht. Ehrlich, nur die letzten paar Überfahrten waren halt etwas rau. Ach. Der Captain spart an jeder Ecke. Reduzierte Rationen, geringe Heuer, immer gefährlichere Fracht. Das hat die Crew aufgebracht. Gibt es denn Grund zur Sorge? Nicht, wenn ich's verhindern kann. Aber der Captain muss überdenken, wie er seine Männer behandelt. Immer diese weißen Bildschirme. Das macht doch Kopfweh. Ja, aber singen kann ich singen. Einigermaßen zumindest. Ey. Ich gebe das in ein paar Stunden wieder was. Ich hätte nur Schiffszwieback, falls ihr hungrig seid. Eigentlich habe ich eine Frage. Und welche? Hat sich einer der Männer vielleicht merkwürdig benommen? Oder etwas gesagt, was euch komisch vorgekommen ist? Die Jungs heulen wegen den Rationen, als könnte ich daran irgendetwas ändern. Mann, ist der Fett. Das habe ich nicht viel gehört. Mein Rat? Geht doch zu James. Der hört immer gerne zu. Und wo kann ich ihn finden? Direkt hinter euch sozusagen. Er sitzt dort auf diesem Fass. Ich habe euch nichts zu sagen. Ja, wenn das so ist. Seid ihr James? Hi. Kenway. Hey, Ethan Kenway. Ich weiß, wer ihr seid. Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Das dachte ich mir, aber nicht hier. Folgt mir. Ey, dass das immer so sein was muss. Was wollt ihr denn wissen? Habt ihr etwas Außergewöhnliches bemerkt seit unserer Abreise? Irgendwas, das Anlass zur Sorge gäbe? Einige der Männer haben sich nachts auf dem Oberdeck versammelt. Ich habe nur Bruchstücke aufgeschnappt. Ich weiß also nicht mit Sicherheit, was sie vorhaben. Aber mir schwant nichts Gutes. Meint ihr, sie planen eine Meuterei? Ich weiß nur, dass sie den Captain nicht mögen. Mills wollte sie beschwichtigen, aber er kann auch keine Wunder vollbringen. Danke für die Information. Ich möchte nur, dass wir die Kolonien lebend erreichen. Ja. Ja, mit den roten Haaren werde ich mich dann später mal beschäftigen. Ich denke, ich werde dann auch mal bei Zeiten dann kurzes Aufnahmepäuschen machen. Aber jetzt noch nicht. Guten Abend, Sir. Ist alles ruhig? Ruhig und still. Genauso wie ich es mag. Was führt euch hier rauf? Nur ein Spaziergang. Die Beine vertreten. Mehr nicht. Aber seid vorsichtig. Auf Deck ist es sehr gefährlich im Dunkeln. Was war das? Da wirft jemand Ladung über Bord. Aber warum? Diese weißen Bildschirme immer, dass das wirklich, wirklich sein muss, das tut in den Augen weh. Wirklich. Das ist ein Gimmick, das man nicht einbauen hätte müssen. Ne, ich lass den mal. Den lass ich mal aus. Dass er sich lahm und
Frisches kolumbianisches Kokain. Seltsam. Äußerst seltsam. Kann mich ja nicht einfach wieder hinsetzen da. Ich glaube jetzt, ja, ist das Missionsziel. Würde ich einfach machen. Die Entwickler wissen schon, was sie da tun. Hoffe ich mal.